Die Stadt Basel hängt es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht an die große Glocke, dass eine geheime Unterwelt besteht. Doch Caro Lefferts von den Herbstzeitlosen organisiert eine Führung. Vier unbekannte Tunnel führen unter dem Vater Rhein hindurch. Der größte und wichtigste von ihnen verbindet das Groß- und Kleinbasel unter der Drei-Rosen-Brücke hindurch in einer Tiefe von 11 Meter unter dem Wasserspiegel. Erforderlich war eine gewisse körperliche Fitness, denn es geht einige Treppen runter und logischerweise wieder hinauf. Insgesamt gibt es in Basel 13 Kilometer Leitungstunnel. Zwei begehbare und zwei Abwassertücher, das sind Leitungen, die permanent unter Druck stehen, führen unter dem Rhein hindurch. Der längste von ihnen ist insgesamt 2,2 Kilometer lang und verbindet die Flughafenstraße mit der Horburgstraße. Ein Teilstück dieses Leitungstunnels, in das wir uns jetzt begeben, ist 290 Meter lang und führt so einige Leitungen unter dem Rhein hindurch mit sich. Er wurde 1995 bis 1997 erstellt und 1998 in Betrieb genommen. Anlass für diesen Tunnel war der Bau der neuen Drei-Rosen-Brücke. Aber nun zurück zu unserer Begehung. Beeindruckend die dickvolumigen Leitungen, durch die allerlei Gas- und Flüssigmaterial von einem zum anderen Ufer transportiert wird. Aber auch für die Sicherheit ist genügend Sorge getragen. Selbst bei Stromausfall gibt es für den geübten Servicemann kein Grund zur Beunruhigung, zumal der ganze Tunnel mit Handyantennen ausgestattet ist. Dennoch waren alle froh, wieder das Tageslicht zu erblicken.